Hallihallo und willkommen zu einer neuen Comic Review. Heute mit Avengers Heft 3 und 4. Und ja, da geht's einfach stumpf weiter jetzt hier mit Heft 3. Da drin ist US Heft 4 und 5 beinhaltet. Jason Aaron ist immer noch der Autor. Und Zeichner ist, ja, bedauerlicherweise überwiegend Ed McGuinness immer noch. Sind immer noch nur okay. Und Paco Medina, die sind aber wieder ganz gut. Also, man hat hier nicht nur Ed McGuinness. Also etwas positiver. Ja, zur Story. She-Hulk und Thor suchen bei Odin nach etwas und kommen sich auf der Suche auch etwas näher. Finde ich sehr interessant, denn ja, sagen wir mal so, es ist mal was wirklich Neues, das zwischen den beiden. Und es wird auch halt interessant hoffentlich weitergehen und mal gucken, was da noch auf uns zukommt. Tony und Strange besuchen, also suchen danach nach den Eternals. Ich habe wirklich das Gefühl, durch die Celestials, Eternals, She-Hulk, Blade kommt ja, glaube ich, auch irgendwann nochmal. Und generell irgendwie so welche Figuren, Ghost Rider ja auch noch. Ich habe echt das Gefühl, die versuchen, weil jetzt die ganzen neuen Filme und Serien angekündigt werden, diese Figuren irgendwie ein bisschen so mehr rauszuholen, damit die ein bisschen vielleicht bekannter werden und man mehr ein bisschen von denen mitbekommt. Und weil zum Beispiel von den Eternals habe ich vorher in den Comics noch nie was gehört oder gesehen. Zumindest sind sie mir nicht aufgefallen. Celestials schon, aber Eternals noch nie. Und jetzt ist halt ein Film angekündigt und plötzlich sehen wir die halt einfach mal in der neuesten Avengers-Reihe. Seltsam. Aber Zufall? Glaube ich kaum. Das aber soweit dazu. Das ist ganz interessant, aber kurzweilig leider nur. Loki ergründet mit Cap die Entstehungsgeschichte der Menschheit praktisch, wo es dann ein bisschen zu religiösen Aussagen bzw. Überzeugungen kommen kann, wo auch manche Leute vielleicht, die wirklich stark gläubig sind, hier und da ihre Probleme mit haben können. In der Vergangenheit wird auch gezeigt, wie Odin mit seinem Team gegen die Celestials gekämpft hat, schon wie vorher. Ja, und praktisch alle powern sich zum Ende hin auf, damit man gegen die riesen Celestials ankommen kann. Ja, weiterhin halt normal unterhaltsam. Ich finde die Celestials immer noch viel zu langweilig und übertrieben gemacht. Und jetzt, da sie sich auch am Ende also sehr Power Ranger-mäßig aufpumpen, also ich muss sagen, für mich ist es einfach, dieser erste Storystrang mit den Celestials und Loki ist mir zu übertrieben und irgendwie, weiß ich nicht, ist nicht so wirklich meins. Hoffentlich wird es dann doch ein bisschen in die andere Richtung gehen. Es ist unterhaltsam, aber es ist nichts, wo man sich jetzt in Jahren nochmal daran erinnert. Wow, da weiß noch den geilen Anfang da. Das war eine richtig geile Storyline. Es ist so banal und unwichtig einfach, weil das einzige Gute an den ersten Heften bis jetzt sind halt diese kleinen Zwischenmomente zwischen Tony und Carol, Cap und Robbie und zwischen Thor und She-Hulk. Das sind so die netten und interessanten Sachen. Aber dann, wenn es aber dann in die Action-Dreh geht, hat man das Gefühl, die versuchen halt einfach nur dieses Blockbuster-Action-Scheiß herauszuholen, was aber sehr langweilig gemacht ist. Ja, darum auch hier weiterhin nur eine 7 bis 7,5 von 10. Da macht das dritte Heft auch nicht viel besser als die ersten zwei Hefte. Dann nun zu Heft 4. Da ist dann nur SF 6 bis 7 beinhaltet. Ja, Autor ist gleiche, Ed McGuinness ist immer noch dabei, aber diesmal kommt Marco Medina und Sarah Bicelli noch dazu. Also ein bisschen Abwechslung vergleichsweise. So, es wird über die Legende von Kan Lan. Schreibt mal in die Kommentare vielleicht. Also ich nenne es immer Kan Lan. Es wurde mir aber auch von manchen gesagt, nein, nennen das Kun Lun. Aber ich meine, original gesagt, nennt man das Kan Lan. Und ich nenne es eigentlich am liebsten so, aber vielleicht weiß jemand, wie das wirklich hundertprozentig original ausgesprochen wird. Und viel Spaß dabei. Und andere Dinge, die am meisten zum Ende bemerkt man das, weil es wird halt so mit Vergangenheits... Also es wird halt in der Vergangenheit und so gezeigt und nur dann nebenbei. Aber es wird halt überwiegend, also generell auch... Es werden, wie soll man das sagen, ohne viel zu spoilern... Es werden Sachen halt gesagt, die interessant sind, aber einfach nur, es steht da einfach nur. Und ich habe wirklich dabei das Gefühl gehabt, so hier hätte man echt besser diesen Satz nehmen können.
Show, don't tell. Oder don't speak, keine Ahnung, wie das genau heißt. Aber weil, ja, es wäre wahrscheinlich viel schöner gewesen, wenn man das noch alles gezeigt hätte mit einem Bild und so weiter. Wer es gelesen hat, versteht es vielleicht, vielleicht auch nicht. Und das ist dann halt so geschichtlich gesehen, schreibermäßig etwas blöd gewesen. Ja, und am Ende gibt es halt, es gibt halt im Großen und Ganzen noch einen Riesenkampf, den Celestine, der sehr übertrieben ist. Ghost Rider ist praktisch hier so das wichtigste Mitglied. Es gibt natürlich dann noch ein Riesen Ensemble an Helden, die dann, also die Helden kommen dann auch richtig zusammen und hauen ihn richtig schön an die Fresse, aber es ist halt für mich persönlich, wie schon vorher gesagt, übertrieben. Und man kann eigentlich wirklich sagen, so im Großen und Ganzen war das hier mit Loki so eine nette Anspielung auf das Original, denn man kann halt wirklich praktisch sagen, Loki hat die Avengers wieder zusammengebracht, was Loki selber kommentiert bzw. aufmerksam drauf macht. Ja, ich muss sagen, weil es gibt jetzt zwei Hefte, darum mache ich hier eine Doppelbewertung, weil das eine ganz anders ist als das andere. Und damit endet halt praktisch der erste Abschnitt hier mit den Celestials, mit Heaven 6. Und es ist, ich muss einfach sagen, durchgehend muss ich einfach sagen, 7 von 10 im besten Fall und auch einfach nur, weil man die Charaktere interessant fand. Es war ein sehr schwacher Anfang vergleichsweise, finde ich persönlich. Und ja, trotzdem, sagen wir mal so, lest weiter. Denn es wird besser. Also es hatte jetzt einen schwierigen Anfang, aber es wird besser. Ich habe es ja auch schon ein bisschen weitergelesen. Es wird besser, kann man einfach mal ganz gut sagen. Aber ja, das erste Heft, also das nächste Heft hier, Heft 7, das zeigt uns auch schon mal, dass Jason Aaron auch schon wesentlich besser was schreiben kann. Denn wir bekommen eine richtig coole Origin-Story vom allerersten Ghost Rider, also von den Ur-Avengers, der Typ, der halt auf dem Mammut reitet. Ist halt noch alles Neandertaler-mäßig und so. Und bekommt es dann halt auch mit einem alten, bekannten Feind zu tun. Und wir sehen natürlich auch noch Mephisto, weil das hat ja mit dem Großvater natürlich zu tun. Was ein bisschen so an Garten Eden erinnert dann auch. Also bemerkt man halt schon ganz stark. Und ja, es geht halt hier um einen Höhlenjungen, Menschen halt, der sich selber für überlegen hält, also schlauer als seine andere Gruppe. Aber trotzdem ist das halt Familie und halt deren Gruppe. Dann kommt aber ein Wesen und tötet praktisch alle. Und dann heißt es für diesen kleinen Jungen eigentlich einfach nur Rache. Wozu er dann zum Spirit of Vengeance natürlich wird. Und es ist eine sehr coole Story geworden, gezeigt von Sarah Picelli, soweit ich jetzt so richtig war, das jetzt richtig sehe, glaube ich. Und einfach eine sehr coole Story und ich muss sagen, Ghost Rider ist für mich gerade echt interessant geworden. Wie schon gesagt, also Johnny Blaze fand ich bis jetzt wirklich nicht so interessant. Aber jetzt mit Robbie Reyes und so, der Ghost Rider und jetzt auch mit diesem Ur-Ghost Rider, wird sehr interessant. Also ich möchte echt mehr von Ghost Rider lesen. Es gibt ja auch diesen Megaband, ich glaube, mit dem werde ich. Ich sag das immer wieder, also was ich alles lesen will, du. Was ich Ghost Rider wahrscheinlich gelesen habe, ist Weihnachten. Aber das kommt auch jetzt ganz klar auf meine nächste Liste und so weiter, dass Ghost Rider mehr gelesen werden muss. Bin sehr, also hoffe, da kommt auch noch mehr von Robbie Reyes als nur die Avengers, sondern halt auch seine eigene Reihe, denn das hat er wirklich verdient, denn er ist einfach eine sehr interessante Figur und in meinen Augen eigentlich der beste Ghost Rider im Vergleich zu Johnny Blaze, halt ich kenne halt nur Johnny Blaze. Und Robbie Reyes, jetzt, ich weiß nicht, ob da noch andere Ghost Rider gab es. Im Film gab es ja noch so einen Vorgänger von Johnny Blaze, aber ich weiß gar nicht, ob der groß zählt. Aber der ist hier, glaube ich, noch unwichtiger. Und muss sagen, das war eigentlich eine richtig geile Story und bekommt deswegen auch im Vergleich zu 7 von 10, kriegen diese kleine Geschichte, diese kleine Origin-Story, kriegt von mir eine 9 von 10. Diese kleine Origin-Story war schon besser als die ersten 6 US-Hefte von Avengers, finde ich persönlich. Also, ja, top. Also darum lohnt es sich, dieses Heft eigentlich zu holen. Generell jetzt so wegen der Story. Wer halt vielleicht keine Lust hat, jetzt für diese banale Story die einzelnen Hefte zu holen, wartet ab, es kommt dann halt ein Paperpack raus. Da sind wahrscheinlich dann halt diese ersten 4 Hefte drin. Und dann könnt ihr das halt ein also kompakt günstiger bekommen. Und habt dann die Story, bekommt auch diese Origin-Story, weil sie ist immer noch lesenswert. Das jetzt nicht, ne? Und müsst aber nicht so viel Geld ausgeben als jedes Mal 5 Euro für jedes Heft. Da kann man lieber jetzt erst später mit den nächsten Heften weitermachen, denn da lohnt sich das Geld dann doch ein bisschen mehr. Aber das
beim nächsten Video. Ich habe jetzt erstmal die nächsten zwei abgeklappert. Und weil ich rede einfach anscheinend zu viel und es wird halt immer zu lang und ich versuche jetzt eigentlich immer ein bisschen kürzere Videos zu machen. Darum jetzt auch nur immer zwei Hefte ungefähr, beziehungsweise zwei Comics. Und ja. Das soll es soweit von mir gewesen sein. Ihr schreibt jetzt mal in die Kommentare, wenn ihr Lust drauf habt, was ihr denn von dieser Celestial-Story gehalten habt, gefunden habt. Keine Ahnung. Wie ihr sie denn fandet und was ihr zu der Origin-Story von Ghost Rider haltet. Oder generell, was ihr von Ghost Rider so haltet. Habt ihr den gut in Erinnerung oder fandet ihr den, weil ich schätze, die meisten kennen ihn vielleicht eher aus dem Film als aus den Comics, haben ihn eher beschissen in Erinnerung, am meisten mit Ghost Rider Spirit of Vengeance. Der war ja wirklich recht blöd. Aber ja, wer Ghost Rider den Film nicht gut fand, gibt Ghost Rider nochmal in den Comics eine Chance, denn er kann richtig cool sein. Am meisten Robbie Reyes, wie schon gesagt. Ja, das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.